Hier sind Daria, Vanessa, Aisha, Anutina und Katharina. Anutina, Aisha, Katharina, Vanessa, Daria. Jetzt, ich bringe euch nicht durcheinander. Anu. Anutina. Anu. Anu. Anu reicht? Anu reicht. Anu reicht. Daria. Daria. Vanessa. Katha. Aisha. Aisha. Vanessa, Aisha, Vanessa. So, okay. So, wer war das eben noch? Das warst du, ne? Daria? Ich weiß. Du warst da. Hä? Ich bin die Daria. Sieht anders aus. Wo? Eben. Nee. Aber weil du so einen Strumpf über dem Kopf hattest. Ja, ne? Mhm. Wer hat gehustet im Hintergrund? Das war Lisa, die ist genau. Nicht mehr dabei. Nee. Hat das so genervt? Also nach einer Zeit nervt es schon. Sie hat ja immer ihre Wehwehchen. Ja, okay. Also man merkt, es ist nicht nur Freundschaft untereinander. Dingens. Oh. Meistens. Meistens. Ich komme wieder durcheinander. Hilf mir nochmal. Sag mir nochmal deinen Namen, bitte. Vanessa. Vanessa. Katha. Katha. Aisha. Daria. Anu. Anu. Aisha. Vanessa. Am besten, wir machen kurz Werbung, ihr klebt euch ein Post-it auf den Kopf mit eurem Namen drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bleiben Sie dran, bis gleich. So, da sind wir zurück mit Anu, Daria, Vanessa, Katharina und Aisha. Ich hab's. Ich hab's raus. So, ja, jetzt wird's spannend, oder? Seid ihr ein bisschen aufgeregt? Nee, vielleicht nicht. Wie ist das eigentlich untereinander so, wenn man so viel Zeit zusammen verbringt? Hat man da, Vanessa, ja, jemanden, den man besonders mag? Ja, also man hat auf jeden Fall so die Mädels, die man am liebsten mag. Von denen hier? Die alle hier ja, sind? Von denen sind es gerade sogar eigentlich alle. Aha. Ne? Ja. Okay. Katharina. Ja. Sag doch mal, was dir an Aisha so besonders gut gefällt. Also an Aisha gefällt mir auf jeden Fall ihre lässige Art. Oh. Ihre lästige Art? Ihre lässige Art. Ihre lässige Art, okay. Aisha, was gefällt dir an Katharina am besten? An Katharina finde ich super, dass die immer so lustig drauf ist. Okay, ja, sehr man gut. Hat immer Spaß mit ihr. Vanessa, was gefällt dir an Daria am besten? Alles. Daria, was gefällt dir an Vanessa am besten? Natürlich auch alles. Ja, auch alles. Ja, Anu, was gefällt dir an Daria am besten? Daria ist witzig. Also es ist ja schon so, glaube ich, dass man so ein bisschen guckt und so, was sagen die Juroren und so. Wie guckt der Job gerade, wenn er nicht immer gleich guckt, aber wie guckt der, wie heißt der andere, Thomas, ne? Oder? Thomas heißt der, ne? Wie guckt Heidi gerade? Habt ihr das Gefühl, dass die so ein, dass die so Favoritinnen haben, Anu? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ich habe sie noch nie gefragt, ob sie welche Favoritinnen haben. Ach so, aber man ist dann schon, versucht schon besonders höflich zu sein. Ja klar, man muss immer höflich sein. Doch Wolfgang, Mensch, da in deinem Alter noch so tolle Haut und so, wie hast du das gemacht? Oder Daria, wie ist das? Geht man auch mal zu Heidi und so, Heidi, Heidi, du bist so super, Heidi, Heidi, du kannst dir gar nicht vorstellen. Wie so. Irgendeiner kommt doch auch aus Bergisch Gladbach von euch, oder? Aus Bergisch Gladbach? Du kommst aus Bergisch Gladbach, genau wie Heidi. Ist das ein Vorteil, dass Heidi sagt, hey, Homie, aus der gleichen Hood? Also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Vorteil ist, aber ja, wir Gladbacher verstehen uns. Okay. Sieht man da auch mal Heidi in Gladbach, bei Gladbach rumlaufen oder ist sie nur noch in Los Angeles? Nee, man sieht sie schon ab und zu bei uns. Ab und zu am Karneval, so als Schnappi verkleidet wahrscheinlich, oder? Aber das ist schon was länger her. Das ist schon was länger her. Aisha, erzähl mal. Hast du irgendwie Verbindungen mit den Juroren? Dass man so außerhalb der Sendung, wenn die da sitzen, hat man mit denen da auch Kontakt?
Oder ist das nur so, die kommen, setzen sich da hin, dann wird gefilmt, man läuft da lang, hat vorher sowieso keine Zeit, weil man die Haare hochgesteckt bekommt, die Augen angemalt kriegt und dann muss man da langlaufen und dann sagen die alles. Und wenn man fertig ist und wieder abgeschminkt, sind die alle schon wieder, weiß ich nicht, im Bus. Nee, also man sieht die auch in der Drehpause manchmal und dann kann man sich auch ganz gut mit denen unterhalten. Was sind da die Themen, so Smalltalk-mäßig? Na? Katharina? Ja, also natürlich sprechen wir dann über das, was wir gerade gemacht haben. Also zum Beispiel beim Casting reden wir schon drüber, was wir hätten besser machen können und was nicht. Und ja, sonst eigentlich auch so private Sachen. Ja, auch solche Sachen auch privat? Ja, also nur... Dass man so, so Heidi sagt, hör mal, Ziel fand ich aber besser als den einen Heini da. Nee, nein, nur so Kleinigkeiten. Und dann ja, über uns. Okay, verstehe. Jetzt ist ja das Halbfinale ist ja am Sonntag, ne? Und dann kommen nur noch drei weiter. Wer glaubst du, Anne, sind die letzten drei? Ja. Habt ihr nicht so ein Interviewtraining mit Steven Gätchen gemacht? Ja, ich war da nicht dabei. Ah, okay. Also, keine Ahnung. Ja. Was hat der Steven denn erzählt, wie man Interviews macht? Warst du dabei? Ja, ich war dabei. Was hat er so gemacht? Ja. Hat er mir gar nicht erzählt, der Steven? Ja, also da wird uns einfach uns Fragen gestellt, was halt so vorkommen könnte, auf was wir uns bereit machen sollen und ja, also. Zum Beispiel fällt dir noch eine Frage ein? Nee, um echt zu sein, nicht. Ah, okay, aber es sind nicht so Wissensfragen oder sowas, ne? Nee, keine Wissens, also so auf uns sozusagen. Nicht so, wie heißt der schiefe Turm von Pisa oder sowas, ne? Nee, ja, das nicht. Okay, okay. Es wird bestimmt spannend am Sonntag im Halbfinale und dann auch im Finale. Ich wünsche euch allen viel Glück. Danke. Seid ihr sehr aufgeregt oder ist es entspannt? Also ich denke... bitte, bitte. Also ich denke, das kommt erst kurz davor. Ja, wie sieht es bei dir aus? Glaube ich auch. Ja, Daria? Nee, ich bin nie aufgeregt. Du bist nicht aufgeregt. Anu? Ich bin immer vor Ort aufgeregt. Du bist immer vor Ort aufgeregt und Aisha wahrscheinlich ganz... Du hast ja diese lästige Art, du bist ja wahrscheinlich ganz entspannt, oder? Nicht aufgeregt, nee. Ja, okay, das ist gut. Ich wünsche euch allen viel Glück und auch wenn es nicht klappen sollte, ja, das Leben geht trotzdem weiter, ja, und es gab auch schon einige, die haben Karriere gemacht, ohne dass sie Germany's Next Topmodel gewonnen haben. Also, nicht traurig sein, wenn es nicht klappt. Ich drücke euch die Daumen, alles Gute und vielen Dank, dass ihr da wart, meine Damen und Herren. Anu, Daria, Vanessa, Katha und Aisha. So. So, ich muss kurz was aufschreiben. Moment. Steven fragen, was er beim Interviewtraining falsch gemacht hat. So. Ist Mikro wieder auf jetzt? Ja, okay.